Ich bin Sascha und ich arbeite bei Ashoka. Wir sind eine globale NGO, die sich für soziale Innovation auf der ganzen Welt einsetzt. Wir operieren in 90 Ländern und unterstützen vor allem Sozialunternehmer bei ihrer Arbeit. Im letzten Jahr haben die über 651 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit ihren innovativen Lösungen erreicht. Das hat aber mit öffentlicher Vergabe gar nicht so viel zu tun. Und deswegen erzähle ich einfach mal, warum mich öffentliche Vergabe interessiert. Denn ich bin nicht irgendwie als Siebenjähriger zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich möchte unbedingt mal was mit öffentlicher Vergabe machen, sondern ich bin da tatsächlich gelandet. Ich erzähle die Geschichte kurz von vier Städten, die sich ungefähr vor 10 Jahren alle das Gleiche vorgenommen haben. Die wollten gerne ihre öffentliche Stadtbeleuchtung auf LED-Leuchtkörper umstellen, um Energie zu sparen, umweltfreundlicher zu sein, sind alle ungefähr zur gleichen Zeit gestartet, und zu doch recht unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ich fange mit Sydney an. Sydney ist eine Stadt, die Pionier für Nachhaltigkeit sein will und war tatsächlich mehr oder weniger die erste Stadt, die im großen Stil diese Umstellung auf LED-Leuchtkörper gemacht hat. Und deren Hauptherausforderung war, sich mit dem Markt zu einigen auf einen Preis für diese Umrüstung, der vertretbar ist. Und sie haben sich gesehen als ein bisschen in der Verantwortung, dass sie das nicht nur für sich selber verhandeln, sondern sozusagen den Weltmarktpreis, die erste Referenz etablieren. Und was dabei rausgekommen ist, letztendlich sieht die Stadt ganz genauso aus wie vorher, nur dass wir jetzt LED-Leuchten auf den Laternen haben. San Francisco, die haben eigentlich genau das Gleiche machen wollen. Und dann wurde ihnen angeboten von den Leuchtherstellern, dass es auch so ein drahtloses, so wie so ein WLAN-Kontrollsystem gibt, mit dem man die ganzen Laternen an- und ausschalten kann. Und das fanden die ganz interessant. Und dann kamen verschiedene andere Abteilungen der Stadt auf die Beleuchtungsabteilung zu und meinten, sie möchten auch gerne, jetzt wo es neue Laternen gibt, möchten sie da oben auch ihre Antennen drauf bauen, nämlich für das Parksystem, für das Ampelsystem, für die smarten Gasmesser und so weiter. Und dann haben die von der Beleuchtungsabteilung gesagt, Mensch, das ist doch total hässlich, wenn wir da sechs Antennen auf jeder Laterne drauf haben. Wir schreiben einfach in unsere Vergabe rein, wir wollen eine Antenne, die alles kann. So, dann stellte sich raus, dass keiner der großen Hersteller von Beleuchtungssystemen sowas kann. Die benutzen nämlich keine offenen Standards, sondern nur proprietäre Standards. Das heißt also, eine Philips-Leuchte kann nur mit einer Philips-Leuchte reden und mit niemand anders. Dann hat die Stadt gesagt, okay, das passt uns nicht so sehr. Die hatten ein ganz cooles Technologieteam und haben gesagt, also wir wollen eigentlich, verfolgen wir überall offene Standards und haben dann reingeschrieben, wir wollen was mit offenen Standards haben und haben uns dann meine Organisation um Hilfe gebeten, zu sehen, wie wir so einen Vergabeprozess machen können, damit wir neue Wettbewerber reinbringen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, das Problem ist eigentlich andersrum. Das Problem ist, wir wollen ein öffentliches Kontrollsystem, so ein drahtloses Kontrollsystem für die Stadt haben. Und die Leuchten sind eigentlich das, was wir vom Regal kriegen. Die sind gar nicht das Besondere. Und haben das dann gemacht. Wir haben das ausgeschrieben und haben wir der Stadt empfohlen, weil das ganz viele Startups haben, so offene Systeme, die sind aber gar nicht unbedingt für den Stadtgebrauch gedacht, haben wir gesagt, wir bauen mal so eine Pilotphase ein in dem Prozess und haben ausgeschrieben, wir möchten zuerst einmal Pilotanträge haben, damit wir mit verschiedenen Anbietern diese Pilotprojekte machen können und die zeigen können. Das haben wir gemacht. Das war ein kleines Schweizer Unternehmen, das eigentlich sowas für Ölplattformen entwickelt hat, die das dann als erstes umgesetzt haben. Und als wir es dann auf der Straße hatten, haben wir dann auch so Bürger befragt, was sie davon halten. Und die waren total dagegen. Die waren total dagegen, gegen dieses offene, drahtlose Kontrollsystem, weil sie gesagt hat, irgendwann wird das für Überwachung genutzt. Das hat die Beleuchtungsleute total schockiert, weil die wollen ja nur die Lichter an- und ausmachen. Aber dann haben sie sich das angeguckt und haben gesagt, okay, also das ist schon ein Grund, das nochmal zu überdenken, sind aber weitergegangen in der Ausschreibung. Das war am Ende für 18.000 Straßenlaternen die Umrüstung. Und dann haben sie gesagt, wie können wir denn
dieses Technologierisiko einschätzen. Wir haben ein paar Startups dabei, die neu sind. Wir haben Großunternehmen, aber wissen auch, dass IBM oftmals auch in die Hose geht. Dann haben sie gedacht, wir machen es einfach so. Wir mieten eine Turnhalle. Wir sagen den Anbietern, baut eure Laterne auf, schaltet sie an und wenn sie sich in unsere 6 Systeme hier einloggt, dann seid ihr in der nächsten Runde und wenn nicht, dann nicht. Und gleichzeitig haben sie gesagt, wir haben übrigens hier so einen Techniker von der Straße dabei, der guckt mal, ob er das auch aufbauen kann. Dann haben sie festgestellt, dass diese ganzen Kontrollsysteme viel zu kompliziert sind, zu installieren und zu reparieren und so weiter und haben dann gesagt, wir lassen das einfach. Also die waren wirklich schon weit gegangen, haben gesagt, wir kaufen uns einfach dumme Straßenlaternen, weil die Bürger wollen das nicht und wir brauchen es nicht richtig, es ist nur kompliziert und wir machen einfach so weiter wie gehabt. Aber sind diesen ganzen Weg gegangen. San Diego, eine andere Stadt in Kalifornien, die hat genau das Gleiche machen wollen. Die hat die Laternen aber nicht vorher auf die Straße gestellt, sondern hat sie sich einfach von General Electric gekauft, ein sehr, sehr innovatives Projekt. Und 2020, während den Black Lives Matter-Protesten, musste der Bürgermeister das gesamte Straßenlaternensystem abschalten, permanent abschalten, weil die Polizei es genutzt hat, den Protestierenden, den Demonstranten hinterher zu spionieren und gegen die Verfahren zu eröffnen durch diese Straßenlaternen. Das war nochmal ein anderes Ergebnis. Die mussten also praktisch die ganze Technologie wieder demontieren, bevor sie die Lichter wieder anmachen konnten. Und die vierte Geschichte ist Eindhoven, eine Stadt in den Niederlanden, die das alles so ein bisschen mit verfolgt hat und gleichzeitig die Technische Universität beauftragt hat zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir LEDs in die Stadt bringen? Weil LEDs, die brauchen nämlich gar keine Straßenlaternen mehr unbedingt. Und die haben gesagt, also eigentlich die LEDs geben uns so viel Flexibilität, dass wir ganz anders denken können über Beleuchtung. Wenn irgendwie eine Drogerie nachts das Licht im Schaufenster anhat, dann müssen wir davor keine Straßenlaterne stellen. Und haben eigentlich total kreativ überdacht, was es alles für Möglichkeiten gibt und haben dann der Stadt empfohlen, Bürger in Stadtteilen mit einzubeziehen, ihr eigenes Beleuchtungssystem zu entwickeln. Und die Stadt hat dann jährlich ein großes Beleuchtungs- und Kunstfestival für Beleuchtung gemacht, damit Bürger Inspiration kriegen, was eigentlich mit Beleuchtung möglich ist und haben dann angefangen, mit den Bürgern zusammen auf Stadtteilebene sehr, sehr kreativen Ausdruck zu finden und die Zusammenarbeit zu fördern. Und es war am Ende ein großes Technologieunternehmen, das die gesamte Infrastruktur geliefert hat. Die haben eigentlich die Ausgaben der Stadt für Beleuchtung genutzt, das weiter zu betreiben, aber haben dann mit kleineren Design- und Technologiefirmen und Bürgern zusammengearbeitet, um das neu zu gestalten. Und das sind 4 völlig unterschiedliche Ergebnisse. Und eigentlich der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, dass alle glauben, dass das öffentliche Vergabewesen so eine wissenschaftliche Arbeit ist. Da steckt man auf der einen Seite einen Bedarf rein und auf der anderen Seite kommt der beste Preis raus. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gestalterischer Prozess. Und je nachdem, wie man die Frage stellt, wie man diese verschiedenen Schritte beantwortet, da kommt man zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und was wir herausgefunden haben, wir haben am Ende mit den 135 größten Städten der Welt zusammengearbeitet und solche Arbeitsweisen umgesetzt. Und wir haben herausgefunden, dass es eigentlich in jeder Art von Dienstleistung, jeder Produktkategorie diese Möglichkeiten gibt, etwas anders zu machen. Wir haben das gemacht im Bildungsbereich, in Infrastruktur, in Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, in Digitalisierung natürlich, in allen möglichen Themen. Und mit der Zeit haben wir so eine lange Liste zusammengestellt, was eigentlich jeder für Probleme mit dem öffentlichen Vergabewesen sieht. Und diese Liste, die spannt 35 Länder, die tatsächlich alle eigentlich relativ sich einig sind, was sie für Probleme haben. Und die hatte 380 Probleme, die gelöst werden sollen. Das geht hin von der Webseite, die nicht zugänglich ist, bis hin dazu, dass systemisch gegen bestimmte Gruppen diskriminiert wird im Vergabewesen. Und zwar gibt es immer irgendwie der eine Spezi wird angerufen und gefragt, hey, was sollen wir denn da reinschreiben und so weiter. So funktioniert einfach. Und diese indirekte und informelle Nachfrage und Kultur darum, die diskriminiert natürlich gegen Startups und viele andere Gruppen systemisch. Das heißt, die Liste ist unendlich lang. Und ich möchte eigentlich vorschlagen hier, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo müssen wir denn ansetzen?
was ist wirklich wichtig? Und der Schluss, zu dem ich kommen würde, wenn ich träumen dürfte, was möchten wir gerne in 5 oder 10 Jahren mehr sehen, ist es tatsächlich am Ende die Beteiligung von Bürgern im öffentlichen Vergabewesen. Und zwar nicht nur in dem Prozess, nicht nur, dass sie Aufträge gewinnen können, dass sie verstehen können, was die Stadt kauft und wie sie Probleme löst, sondern auch überhaupt diese Zielkonflikte zu lösen. Vergeben wir öffentliche Aufträge, um lokale Jobs zu schaffen, um klimaneutral zu werden, um Startups zu fördern, um innovativer zu sein, um Diskriminierung aufzuheben, um jungen Menschen das Gefühl zu geben, etwas mitzugestalten. Es gibt 135 Ziele, die wir verfolgen können. Und die sind einfach nicht lösbar für einen Vergabemitarbeiter. Der kann nicht davor sitzen und sagen, ich kann das jetzt mal eben entscheiden, ob wir ein offenes oder geschlossenes System machen, ob wir Bürger einbeziehen, ob wir Klima optimieren oder Kosten optimieren. Deswegen, das ist eigentlich das, wofür wir plädieren und was wir immer wieder gesehen haben, je mehr das passiert, und da gibt es ganz viele verschiedene Wege, das zu tun. Ich habe eben das Beispiel oder die zwei Beispiele aus San Francisco und Eindhoven erzählt. Es gibt viele Wege, das zu tun, die tatsächlich nachhaltig immer wieder zu besseren Ergebnissen führen und niedrigeren Kosten. Ich glaube, ich habe die Zeit, ich habe gar nicht so auf die Uhr gucken können. Ich glaube, ich bin schon wahrscheinlich weit drüber. Wunderbar. Gut in der Zeit. Gut, dann höre ich jetzt mal auf. Ich möchte noch eine Sache kurz zu mir selber sagen. Ich bin Architekt. Ich habe die letzten 30 Jahre nicht in Deutschland gelebt. Ich kann also sehr, sehr gut darüber reden, was andere Länder machen und praktisch gar nichts dazu sagen, was hier in Deutschland passiert, und hoffe, dass ich das dann später auch beitragen kann. Vielen Dank.